Guten Abend. Ja, so wie das bei uns ist, wenn wir mit dem Gottesdienst beginnen, ist es 18.30 Uhr. Und so ist das heute auch wieder. Also ich begrüße euch hier in der Steckfeldkirche in einer kleinen Runde. Ich begrüße aber auch die, die später über YouTube dabei sein werden. Schön, dass wir heute wieder alle zusammen Gottesdienst feiern dürfen. Auch heute nehmen wir den Gottesdienst wieder auf. Abzukündigen gibt es zum einen, dass bis zum Ende der Predigt ihr euren Dank und eure Bitten in das Fürbittenbuch, das liegt da hinten, schreiben könnt. Ein weiterer Punkt ist der CSD in Stuttgart Ende Juli. Und zwar, die Parade findet am 30.07. und der Hocketze am Sonntag am 31.07.2022 statt. Der Gottesdienst am Samstag, an dem 30.07. wird stattfinden, aber voraussichtlich nicht hier, sondern irgendwo in Stuttgart Zentrum, dort, wo auch CSD abläuft. Genaues erfahrt ihr dann noch. Jetzt singen wir das Lied Danke für diesen guten Morgen. Ich begrüße euch nun noch einmal, nicht im Namen der Gemeinde, sondern im Namen Gottes. Im Namen der Schöpferin, die uns geschaffen hat, im Namen Gottes, der in Jesus Christus Mensch geworden ist, und im Namen der Ruach, des Geistes Gottes, der immer bei uns ist. Amen. Lasst uns beten. Liebender, ewiger Gott, in den letzten Monaten gab es Momente, an die ich nicht mehr denken will. Es gab Zeiten, die ich vergessen möchte. Ich konnte aufblühen und hatte Trockenzeiten. Ich habe andere wachsen lassen und wurde von anderen zurückgeschnitten. Diese Monate mit Lachen und Tränen, Traurigsein und Trost, Anspannung und Ruhe, lege ich zurück in deine Hände. Segne, was war, und noch mehr, segne, was kommt, und bleib alle Tage bei mir. Amen. Jetzt kommen wir zum Friedensgruß. Corona-Maßnahmen, Vorschriften gibt es keine mehr. Es darf aber, beziehungsweise auch muss, eigentlich jede Person selbst entscheiden, wie sie das Zeichen des Friedens mit den anderen austauschen möchte. In dieser Welt leben wir Menschen oft in der Situation des Unfriedens. Immer wieder hören wir von Orten, wo Krieg ist oder wo sich die Menschen auf den Krieg vorbereiten. Es ist daher umso wichtiger, dass wir uns und der Welt den Frieden Gottes wünschen und mitteilen. Dieser Wunsch kann viele Formen annehmen. Wer mag, kann aufstehen, auf andere zugehen und Gottes Frieden wünschen. Wer mag, kann auch einfach sitzen bleiben und im eigenen Herzen nachspüren, wo sich für sie oder für ihn der Frieden Gottes findet. Der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, sei mit euch. Lasst uns ein Zeichen des Friedens miteinander austauschen.
Die heutige Lesung steht im Matthäusevangelium im 13. Kapitel, die Verse 24 bis 30. Das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen. Jesus legte ihnen ein anderes Gleichnis vor. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während nun die Menschen schliefen, kam sein Feind, säte Unkraut unter den Weizen und ging weg. Als die Saat aufging und sich die Ähren bildeten, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Knechte zu dem Gutsherrn und sagten: Herr, hast du uns nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt denn das Unkraut? Er antwortete: Das hat ein Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm: Sollen wir gehen und es ausreißen? Er entgegnete: Nein, damit er nicht zusammen mit dem Unkraut den Weizen ausreißt. Lasst beides wachsen bis zur Ernte, und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen: Sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber bringt in meine Scheune. Mütterliche und väterliche Schöpfungskraft, segne du Susanne und ihre Predigt. Sei du bei ihr mit deiner Kraft und Liebe und leite sie. Segne auch uns, dass wir uns auf Susannes Worte einlassen können, dass unser Herz versteht, was du, Gott, uns mitteilen und zeigen willst. Amen. Liebe Freunde, am Ende eines Jahres soll Mann und Frau immer so viel tun. Den Stand von Wasser- und Stromzähler ablesen zum Beispiel. Mindestens die halbe Nacht wach bleiben, um zu feiern, ins neue Jahr hineinzurutschen, wie so oft gesagt wird, warum auch immer. Man soll zwischen den Jahren auf keinen Fall Wäsche waschen. Das sind die sogenannten Rauhnächte. Und das kann dann Unheil bringen. Was man aber unbedingt machen soll, auf sein Jahr zurückblicken. Das wird ja sogar in unzähligen Sendungen gemacht und oft schon Wochen vorher, bevor das Jahr auch tatsächlich zu Ende ist. Als wolle hier jeder Sender der Erste sein. Macht ihr das auch so, einen persönlichen Jahresrückblick? So ein Jahr ist ja eigentlich eine ganz schön lange Zeit. Da hat man im Dezember doch schon vieles wieder vergessen, was im Februar oder April oder Mai war. Deshalb dachte ich mir, schlage ich euch heute doch einfach mal einen Halbjahresrückblick vor. Heute ist der 2. Juli, das erste halbe Jahr ist vorbei, also nehmt euch, wenn ihr mögt, Zeit für eine erste Bilanz. 6 Monate sind doch viel leichter und schneller zu reflektieren als ein ganzes Jahr. Denn das, was uns auch im letzten halben Jahr passiert ist, prägt uns, jeden einzelnen Menschen. So oder so, ob wir das wollen oder nicht. Es kann uns unbewusst prägen und im kommenden halben Jahr steuern und formen. Wir können es aber auch aus dem Unbewussten hervorkramen und bewusst damit umgehen und somit in der einen oder anderen Angelegenheit gute Weichen für das zweite Halbjahr 2022 stellen. Vorher haben wir das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen gehört. Jesus, der eigentlich selbst nichts mit Landwirtschaft zu tun hat
oder hatte, hat es erzählt. Ein Mann, und zwar der Gutsherr persönlich, sät Weizen auf seinem Acker. In der Nacht kam sein Feind und säte Unkraut unter den Weizen. Als beides anfing zu wachsen, sahen die Knechte dies und fragten ihren Chef, ob sie das Unkraut ausreißen sollten. Doch der Gutsherr, heutzutage würden wir Bauer sagen, aber mir gefällt das Wort Gutsherr so gut, verneinte dies. Denn er hatte Sorge, dass sie dabei den Weizen mit ausreißen würden. Erst zur Erntezeit sollten sie das Unkraut entfernen. Also ehrlich, alle schwäbischen GartenbesitzerInnen schütteln bei solch einer Geschichte doch verständnislos mit dem Kopf. Unkraut jeden ist es A und O in jedem Garten. Zum einen ist dann genug Platz für das eingesäte und gepflanzte Gemüse oder für die Stauden. Und zum anderen, was genauso wichtig ist, es sieht dann schlichtweg ordentlicher aus. Das gehört sich so im Ländle. Lasst uns mal einen Blick zurückwerfen in die Zeit Jesu, in der dieses Gleichnis erzählt wurde. Was er da genau gesagt hat. Der Gutsherr hat also Weizen gesät. Er selbst, wohlgemerkt. Nicht einer oder mehrere seiner Knechte. Warum lässt er sie, die doch seine Angestellten sind, diese Arbeit nicht machen? Auf dem trockenen, staubigen oder dreckigen Feld. Er könnte doch bequem in seinem Haus sitzen bleiben. Stattdessen macht er sich selbst mindestens die Hände schmutzig. Nun, Weizen war damals immens wichtig. Zum einen war Weizen neben Gerste das Hauptnahrungsmittel. Kartoffeln kannten sie damals nicht. Reis war noch völlig unbekannt. Und auch einen Maiskolben hatte noch niemand gesehen oder gar gegessen. Zum anderen war Weizen so wertvoll, dass er auch als Zahlungsmittel genutzt wurde. Von daher war bei der Aussaat große Sorgfalt nötig. Die richtige, ordentliche Aussaat war die Grundlage für eine gute, ertragreiche Ernte. Wenn da schon etwas schief ging, war für das ganze Jahr alles verloren. Verständlich, dass deswegen der Gutsherr selbst die Aussaat vornahm, selbst Hand anlegte und die Verantwortung übernahm. Während jedoch nach der Aussaat alle Menschen schliefen, kam ein Feind und säte Unkraut unter den Weizen, was zunächst wohl keiner bemerkte. Auch das ist nicht selbstverständlich, denn es gab damals extra sogenannte Saatwächter, die Tag und Nacht die Felder bewachten. Aber es war nicht immer und allen möglich, Saatwächter zu bezahlen und seine Aussaat schützen zu lassen. Und andererseits war Saatfrevel, also das mutwillige Streuen von Unkraut auf anderer Felder, verboten. Wer dies trotzdem tat, war wirklich besonders boshaft. Ja, sogar richtig, richtig böse. Und wurde er erwischt, gab es härteste Strafen, bis hin zur Todesstrafe. Als dann nach einiger Zeit die Saat aufging und der Weizen anfing zu sprießen, sahen die Feldarbeiter, dass zwischen dem Weizen auch Unkraut wuchs. Ein Unkraut namens Taumelloch. Die Arbeiter eilen also zum Gutsherrn und fragen ihn, ob sie das Unkraut entfernen sollen. Interessant ist hier, dass die Angestellten ihren Chef fragen. Üblicherweise würde der Gutsherr doch seine Leute anweisen, das Unkraut zu entfernen. Aber hier fragen die Arbeiter. Das scheinen richtig gute Leute zu sein. Sie haben die Felder und das Wachstum des Getreides im Blick. Und sie fragen aus gutem Grund. Denn der Taumelloch ist giftig. Taumelloch wird auch Rauchgras oder Schwindelweizen genannt. Er ist eng mit dem Weizen verwandt und eine Art entarteter Weizen
und die häufigste vorkommende Unkrautart im Orient. Leider ist er sehr oft von einem Pilz befallen, der die Pflanze giftig macht. Wenn dann Samen des Taumellochs in das Mahlgut gelangen, ist das ganze Mehl verunreinigt. Beim Verzehr von solchem Mehl treten dann Vergiftungserscheinungen wie Schwindel und Sehstörungen auf. Und es gab damals sehr viele Todesfälle aufgrund einer solchen Vergiftung. Das Gemeine ist, dass der Taumellolch erst ab einer Wuchshöhe von etwa 15 cm vom echten Weizen zu unterscheiden ist. Dann allerdings war es üblich, dass man ihn von den Feldern entfernte. Doch hier im Gleichnis sagt der Gutsherr zu seinen Arbeitern: Nein, entfernt das Unkraut nicht, damit ihr nicht zusammen mit dem Unkraut den Weizen ausreißt. Lasst beides wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern, also den Erntehelfern, sagen: Sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Und dann erntet den Weizen und bringt ihn in meine Scheune. Warum reagiert der Gutsherr im Gleichnis wohl so? Was will uns Jesus damit sagen? Auf diesem Feld wachsen Unkraut und guter Weizen so dicht beieinander, dass sich ihre Wurzeln durchmischen. Das geschieht unter der Erde, dort, wo kein Mensch hinsehen kann. Aber Gott kann es sehen. Er sieht unter die Erde und beschließt, erst einmal alles weiter wachsen zu lassen. Erst viel später kümmert er sich darum, das Gute vom Schlechten oder Bösen zu trennen. Der Gutsherr in diesem Gleichnis hat große Hoffnung. Hoffnung, dass unter der Erde viel mehr Wurzeln sind, die guten Weizen hervorbringen, als schlechten. Der Gutsherr, der sät, das sind wir Menschen, wir alle miteinander. Der Acker, das Feld, das ist unsere Welt, unsere gemeinsame Welt. Jesus will uns mit diesem Gleichnis sagen, dass wir unsere Welt, unser Umfeld, nicht voreilig vom Unkraut befreien sollen. Wir sollen keine beispielhaften schwäbischen Gärten pflegen, in denen jedes noch so kleine sprießende Unkraut sofort entfernt wird. Vermeintliches Unkraut. Denn wir sehen nicht an seine Wurzeln. Wir sehen vielleicht nicht voraus, wie es sich entwickelt, wenn wir es weiter wachsen lassen. Ich möchte dieses Gleichnis, so wie ich es heute verstehe, in die heutige Zeit übertragen und euch von unserem Garten erzählen. Da wächst Unkraut, kann ich euch sagen. Und wir lassen es wachsen, bewusst. Und wir freuen uns sogar darüber. Über die Brennnesseln, den Löwenzahn, den Spitzwegerich und den Girsch, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Keines dieser Unkräuter sieht auf irgendeine Weise besonders hübsch aus oder hat bezaubernde Blüten, wie so manche Blume. Aber es ist bestes Futter für unsere Schildkröten. Und noch dazu, es kostet nichts. Außer manchmal ein bisschen Geduld, bis es gewachsen ist. Beschäftigt sich jemand von euch mit Wildkräutern? Eine, finde ich, schönere Bezeichnung für Unkraut im kulinarischen Zusammenhang. Das scheint nämlich in den letzten Jahren ein Trend zu sein. Es gibt dazu auch schon einige Kochbücher und unzählige Rezepte im Netz zu finden. Wer noch nichts über die kulinarische Verwendung dieser vermeintlichen Unkräuter weiß, hier ein paar Tipps. Brennnesseln kann man prima wie Spinat zubereiten. Getrocknet kann man mit den Blättern Tee zubereiten. Diese stärkt das Immunsystem. Frische Löwenzahnblätter kann man als Salat verspeisen und aus den Blüten kann man Sirup machen. Spitzwegerich gibt einen guten Hustensaft. Und wenn ihr unterwegs seid und eine kleine Verletzung habt, schaut, ob in der Nähe Spitzwegerich wächst. Dann pflückt und zerquetscht ein paar Blätter davon und legt sie auf die Wunde. Sie ersetzen Pflaster und Desinfektionsmittel gleichermaßen.
und Girsch, eines der unbeliebtesten Un- oder Wildkräuter im Garten, den kann man zu Pesto verarbeiten. Probiert gerne mal das eine oder andere aus und seht und schmeckt, was wir in Gottes schöner Natur für vielfältige Schätze haben. Aber zurück zu unserem Garten, von dem wir mal einen Blick über die Hecke in Nachbarsgärten werfen. Der eine sieht unserem ähnlich. Zusätzlich steht dort noch ein großer, alter, aber toter Baum, der zu nichts mehr nützlich zu sein scheint. Aber bei genauerem Hinsehen ist er ein wunderbares Biotop für allerlei Insekten und Vögel geworden. Wenn wir weiterschauen, dann kommen Gärten mit eher sogenannten englischen Rasen, wie aus dem Prospekt. Kurz geschnitten, wunderbar grün, da bewässert und vor allem frei von jeglichem Unkraut. Bestenfalls ein paar blühende Blumen kann Frau da erblicken, die jedoch nach dem Verblühen gleich entfernt werden. Weiter gibt's dort nichts. Also lassen wir unseren Blick zurückschweifen in unseren Garten und bemerken ein Gewusel und großen Flugverkehr. Von Buntspecht über kleine Meisen, Schmetterlinge namens Admiral und Kohlweißling, verschiedenste Insekten wie Wildbienen und Hummeln oder Libellen mit komplizierten Namen wie Hufeisen-Azurjungfer, aber dafür wunderschönen grün-blauen Körpern. Was für eine Pracht allein in der Luft. Was für eine Vielfalt. Eine traumhafte Vielfalt. Man kann stundenlang zuschauen. Diese Vielfalt gäbe es aber ohne das viele Unkraut nicht. Das viele Unkraut, das bei uns wachsen darf. Und bei genauerem Hinsehen doch so gut ist. Für Mensch und Tier. In vielfältiger Weise. Und solch eine Vielfalt brauchen wir alle in unserem Leben und für unsere Leben. Alle und überall. Darum, wenn ihr euren persönlichen Halbjahresrückblick macht, vielleicht nachher während des Abendmahls, später auf der Heimfahrt, morgen früh bei einer Tasse Kaffee, bei einem Spaziergang, unter der Dusche oder doch erst an Silvester, wann auch immer, seid tolerant gegenüber dem Unkraut in eurem Leben. Entfernt nicht jedes kleine bisschen Unkraut. Gebt ihm eine Chance. Lasst es erstmal weiter wachsen. Und dann schaut genau hin und wägt ab. Ob es guter Weizen, gute Nahrung für euch und euer Leben ist oder Unkraut oder gar Böses, das euch schadet. Dann entfernt es. Oder lenkt euer Leben in eine andere Richtung, weg davon. Und seid da, wo es möglich oder nötig ist, selbst der Weizen. Wachst und gedeiht durch Sonne und Regen, von Gott gesandt. Bringt Frucht in Form von Vielfalt in die Welt. Amen. An dieser Stelle kommen wir zu unserer Kollekte, das Sammeln unserer Gaben. Alles kostet Geld, auch unsere Gemeinde muss für verschiedene Sachen Geld ausgeben, zum Beispiel für den CSD. Der Stand kostet Geld, genauso auch die Plakate und die kleinen Geschenke wie Armbänder, die wir verteilen möchten. Ja, und wir finanzieren uns allein über Spenden und deswegen, wir leben davon, dass ihr großzügig seid und uns was gebt. Wenn ihr was spenden könnt, dann wartet auf euch da am Ausgang der braune Krug oder eben auch unser Bankkonto, auf das man was überweisen kann. Kommen wir nun zum Dankgebet und zu den Fürbitten. Danke Gott. Nichts kann uns von deiner Liebe trennen.
Du lässt uns nie allein. Danke für die Kollekte, die Geldspenden, einfach für alles das, was du uns schenkst. Danke für die Menschen, die uns helfen, begleiten, uns einfach gut tun. Danke für diese Gemeinde, die uns Gemeinschaft, Halt und Unterstützung gibt. Und für die Gemeinde der Steckfeldkirche, die uns hier Gottesdienst feiern lässt. Danke, Herr, für die vielen Begabungen unserer Geschwister und ihren Einsatz. Danke, Herr, für den Regen in dieser Woche. Und auch danke für eine Untersuchung ohne Befund. Gnädiger Gott, wir bitten dich für Martin und alle anderen Kranken und Verletzten. Sei du bei ihnen, schenke Trost und Kraft in dieser schweren Zeit. Wir bitten dich für alle Menschen in der Ukraine und für diejenigen, die aus der Ukraine flüchten konnten. Wir bitten dich für alle, die Not leiden. Im Fürbittenbuch ist auch eine Bitte aufgeschrieben, eine Bitte darum, um Kompetenz, um die Dinge, die getan werden müssen, auch tun zu können. Wir bitten für Thomas, den du zu dir genommen und von großem irdischen Leid erlöst hast. Nimm ihn auf in dein Reich und schenke seiner Seele Frieden. Sei du auch bei seiner Mutter und allen trauernden Angehörigen und Freunden. Barmherziger Gott, schenke du den einsamen Gemeinschaft, den traurigen Trost, den Geängstigten Freiheit, den Schuldigen Vergebung, und den Sterbenden Hoffnung auf das Leben bei dir. Amen. Es ist gute Tradition der Kirche, dass wir uns, bevor wir an den Tisch Gottes treten, noch einmal Zeit nehmen, auf unser Leben zu blicken. Als Menschen machen wir oft die Erfahrung, dass unser Leben nicht so ist, wie wir es gerne hätten oder wie es sein soll. Wir sagen und tun Dinge, die besser ungesagt und ungetan geblieben wären, oder wir versäumen das zu tun, was getan werden soll. Das Bekenntnis der Schuld, die Buße, ist die Zeit, wo wir im Vertrauen auf die Liebe Gottes in der Stille alles vor Gott bringen können, was uns belastet und niederdrückt. Wer dann kann und will, ist eingeladen, miteinander das gemeinsame Bekenntnis zu sprechen. Lasst uns still werden und bekennen. Herr Jesus Christus, du hast versprochen, immer bei uns zu sein und uns in unserem Leben zu begleiten. Aber so oft leben wir, als ob es dich nicht gäbe. Wir denken, sagen und tun Dinge, die wir im nächsten Augenblick schon wieder bereuen. Aber der Schaden ist dann oft schon angerichtet. Hilf uns, auf deinem Weg zu gehen und deine Werke zu tun. Und oft wissen wir nicht, was wir beten sollen. Daher hast du uns ein Gebet gegeben, das alle unsere Gebete enthält. Höre uns, wenn wir mit der Christenheit auf der ganzen Welt beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Im Vertrauen auf Jesus Christus, der uns alle am Kreuz erlöst hat, und im Wissen um die Barmherzigkeit Gottes, die größer ist als alle menschliche Vernunft, sage ich euch, eure Sünden sind euch vergeben. Beginnt ein neues Leben im Licht Gottes und in der Liebe Jesu Christi. Amen. In den MCC-Gemeinden auf der ganzen Welt feiern wir ein offenes Abendmahl. Damit meinen wir, dass jede und jeder eingeladen ist, dieses Fest Gottes mitzufeiern. Wir fragen nicht, ob jemand Mitglied dieser oder einer anderen Kirche ist. Wir fragen nicht, ob jemand getauft oder konfirmiert ist, denn es ist Gott selber, die einlädt. Wer diese Einladung hört und Gott und Jesus Christus in Brot und in der Frucht des Weinstockes begegnen möchte, ist hier vorne herzlich willkommen. Wenn ihr euch entscheidet, nach vorne zu kommen, werdet ihr ein kleines Stück Brot erhalten, was glutenfrei ist, und es in den Kelch tauchen, der heute leider leer ist. Und wenn ihr mögt, werdet ihr einen kurzen persönlichen Segenszuspruch erhalten. Kommt so, wie ihr seid, wie ihr euch am wohlsten fühlt, allein, als Paar, als Gruppe. Und wer sich entscheidet, an seinem Platz zu bleiben, den möchte ich bitten, sich im Gebet mit uns zu verbinden. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns Gott Dank sagen. Ja, es ist wahrlich würdig und recht, dir, Gott, Schöpferin, immer und überall zu danken für das, was du an uns getan hast. Darum preisen wir dich und vereinen unsere Stimmen und mit allen Engeln und Heiligen und bekennen das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosianna in der Höhe. Hochgelobt ist der, der kommt im Namen Gottes. Hosianna in der Höhe. In Brot und Wein fassen wir zusammen, was uns bewegt. Unsere Fragen, auf die wir Antwort suchen. Unseren Hunger und Durst nach Frieden und Liebe. Unsere Sorgen und unsere Sehnsucht angesichts von Unrecht und Hass. Alles Bemühen um Versöhnung. Die ganze Geschichte der Menschheit, unseren Schmerz und unseren Wunsch nach Freude. Und wir hoffen, dass der Geist Christi unter uns wirke und wir einander zu Leben und Frieden helfen, wenn wir Brot und Kelch und alles, was uns geschenkt ist, teilen nach dem Beispiel Gottes. Lasst uns beten. Gott, du, unser Freund, unsere Schwester, allmächtige Kraft, du hast uns in deine Welt hineingestellt. Wir alle sind nach deinem Bild geschaffen und von dir geliebt. Sei du nun hier, belebe uns mit deinem Geist, der uns froh macht. Sei du nun hier und lege die Fröhlichkeit des Lebens in unsere Herzen. Sei du nun hier und berühre uns mit deinem Heiligen Geist, wenn wir Brot und Kelch miteinander teilen und dein Fest feiern. Amen. Und so erinnern wir uns. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, bevor er gekreuzigt werden sollte, dann nahm er das Brot vom Tisch. Er dankte. Er brach's und gab es den Seinen und sprach, nehmt hin und esst alle davon. Das ist mein Leib,
der für euch zerbrochen wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, gefüllt mit der Frucht des Weinstockes. Er dankte. Er gab ihnen den und sprach: Nehmt hin und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr davon trinkt, zu meinem Gedächtnis. An diesem Tisch sind wir in Gemeinschaft mit Christen auf der ganzen Welt und durch die Zeiten. Und so verkünden wir mit ihnen das Geheimnis und das Wunder unseres Glaubens. Christus ist gestorben, Christus ist auferstanden, Christus wird wiederkommen. Schöpferin, Gott, hier ist Brot, hier im Kelch ist der Saft der Reben. Sende du nun deinen Heiligen Geist auf diese Gaben. Wandle diese Gaben in das Brot des Lebens und in den Kelch des Heils. Segne auch uns mit deinem Geist, dass wir durch Brot und Kelch deine Nähe und Liebe erfahren. Erfülle unsere Herzen mit deinem Frieden. Stärke unsere Gemeinschaft, wenn wir nun gemeinsam deiner Einladung folgen und an deinem Tisch festfeiern. Amen. So kommt, es ist alles bereit. Seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Sei gepriesen, du Tröster. Du hast uns gestärkt und verbunden. Du hast uns an deinem Tisch der Hoffnung und des Lebens gespeist. Dank sei dir. Mach uns friedfertig und mitfühlend gegenüber unseren Mitmenschen. Halte uns geborgen in deiner Liebe und behüte uns auf unseren Wegen. Amen. Lass uns nun zum Schluss unter den Segen Gottes stellen. Der Herr segne und behüte dich. Sie lasse ihr Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott hebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen und ihren unvergleichlichen Frieden. Amen. Wir singen nun das Lied Geh unter der Gnade.